Was geht ab, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Wir haben in der letzten Folge nicht nur das Turnier der gekreuzten Stäbe gewonnen, nein, wir haben auch unsere erste Stunde Pflanzenkunde und Zaubertränke erfolgreich abgeschlossen. Als nächstes führt es uns nach Hogsfield, wo wir die gute Nettie Onei treffen. Die will irgendwas von uns, was genau, keine Ahnung, das werden wir wohl erst herausfinden, wenn wir dort sind. Ah, da sind wir. Hallo Nettie, da ist sie ja. Na, wie geht's? Es tut so gut, dich zu sehen. Hallo, Nati. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Ich war dort und ich habe das mit Rookwood und Harlow in den drei Besen gesehen. Ich war besorgt um dich. Bei mir ist alles in Ordnung. Warum haben sie nach dir gesucht, wenn ich fragen darf? Wir dürfen immer noch nichts sagen, also weiß ich nicht. Ich habe Rookwood und Harlow noch nie getroffen. Vielleicht verwechseln sie mich mit jemandem. Das stimmt allerdings. Seltsam, dass die beiden einen Hogwarts-Schüler so angestrengt verfolgen. Was der Grund auch sein mag, du warst eindeutig in Gefahr. Im Moment steht fest, Rookwood und Harlow sind eine Bedrohung für uns beide. Für uns alle. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. Alle reden nur noch darüber, wie du Hogsmeade bei dem Trollangriff verteidigt hast. Und ich werde nie vergessen, wie sich Serona in den drei Besen gegen Rookwood und Harlow behauptet hat. Ihr beide habt mich inspiriert, selbst Stellung zu beziehen. Wie meinst du das? Wegen Männern wie Rookwood und Harlow verließen meine Mutter und ich das Matabeleland. Ich sehe nicht einfach zu, wie sie mein neues Zuhause zerstören. Gut. Rookwood und Harlow sind ein gefährliches Duo. Außerdem ist Rookwood mit Ranrock im Bunde. Angeblich wurden sie zusammen in Hogsmeade gesehen. Noch ein Grund mehr, sie dringend zu stoppen. Es wird gemunkelt, dass Theophilus Harlow sich um Rookwoods Geschäfte kümmert. Ihn zu stürzen, würde Rookwoods gesamte Organisation lahmlegen. Mag sein. Aber sollte sich nicht Officer Singer um Harlow kümmern? Ich habe sie gesprochen. Sie war nett, wollte aber selbstverständlich keine Details mit einer Schülerin besprechen. Ich habe gehört, wie einige von Rookwoods Leuten über eine von Harlow geplante Wildereiaktion sprachen. Das könnten wir doch genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht finden wir die Beweise, die Officer Singer braucht. Okay. Nur wie? Ich werde weiter meine Augen und Ohren offen halten und herausfinden, was genau Harlow vorhat. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Okay, gut zu wissen. Hör wohl nicht recht. Sie wagen es, mir zu drohen. Da gibt's anscheinend ein bisschen Stress. Schauen wir mal nach, vielleicht können wir ein bisschen helfen. Kann man ihnen helfen? Ich weiß nicht, wen ich gesehen haben soll. Die tragen Masken. Ich war mit meiner Forschung beschäftigt. Ich habe keine Zeit für... Victor Rookwood schert sich kein Stück um ihre Zeit. Und ah, okay. Wenn man vom Teufel spricht... Mr. Rookwood würde sich gerne unterhalten. Von der Schule? Das kann doch nicht... Jetzt reicht's dir. Lasst sie in Ruhe. Incendio! Okay, das ging ganz schön schnell los. Alte Magie. Tschüss. Okay, warum nicht? Oh. Ganz kurz Pause hier mal, bitte. Das Licht aus deinen Augen verschwindet. Also, wir wissen im Prinzip ja, was alte Magie macht, aber dass wir gleich den Typen pulverisieren und Alter, haben wir den in den Boden gerammt. Gut, dann mal los. Weg hier. Wir müssen noch ein bisschen den ausweichen mit so einer schönen Rolle. Da können wir hier gerade mal gut rumrollen. So, Livioso. Klappt das? Nein, nicht. Das klappt aber. Incendio. Das klappt auch. Das ist schön. So, oh Gott, weg hier. Ducken, ja, gutes Ding. So, und dann machen wir mit dem da weiter. Ducken. Danke sehr. Ja, schöne Teamarbeit. Wer ist eigentlich die Person, die wir gerade retten? Nur mal so eine kurze Frage. Also, mir ist natürlich klar, dass die gut sein muss. Ich meine, immerhin sind das die bösen Typen. War's das? Kommt keiner mehr? Was in aller Welt ist gerade passiert? Ja, das weiß ich doch nicht. Alles in Ordnung? Ja, vor allem auch dank ihrer exzellenten Verteidigungskünste. Warum nur wollten zwei Erschwinderinnen mich erledigen, um an sie zu gelangen? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wer sie sind. Diebe und Erpresser, seine Handlanger. Sie schienen an ihnen interessiert zu sein. Das ist eine lange Geschichte, aber danke für die Hilfe. Nun, für den Moment sind sie los. Priya hat mich gewarnt, dass sie gefährlich werden. Dann sollte ich lieber weiterforschen, bevor sie wiederkommen. Was genau macht die eigentlich hier? Nora Treadwell, zu ihren Diensten. Historikerin, Archäologin und Spezialistin für das Leben und Werk Merlins. Merlin war Schüler in Hogwarts. Und ich untersuche seltsame Objekte, die er vor Jahrhunderten hinterlassen hat.
Objekte? Diese rankenbedeckten Säulen, Dutzende von ihnen. Sie stehen überall. Ich nenne sie die Prüfungen Merlins. Bisher weiß niemand genau, wie sie funktionieren. Aber ich glaube, ich habe einen wichtigen Hinweis entschlüsselt. Malvenkraut scheint mir eine wichtige Komponente zu sein, um die Prüfungen auszulösen. Malvenkraut? Ein vielseitiges Kraut. Merlin erwähnt es mehrfach in seinen Schriften. Ich wollte gerade meine Theorie ausprobieren, als ich so jäh unterbrochen wurde. Jede Wirbelmitte in Merlins Schrift ziert ein anderes Symbol. Das hat mich ins Grübeln gebracht. Was, wenn... Das Malvenkraut in der Mitte der Symbole platziert werden soll. Genau. Würden Sie mir die Ehre erweisen? Dann sehen wir, ob unsere Theorie hält, was sie verspricht. Okay, dann setzen wir das Malvenkraut mal drauf. Meine Güte! Vielleicht sollten wir nicht draufstehen. Die Ranken sind verschwunden. Was soll ich jetzt tun? Da waren vorher Ranken. Also ich habe zuerst gedacht, dass es das... Ach, da! Ja, gut. Die Ranken sind verschwunden. Wie wär's mit Incendio? Die Flammen senken den Scheiterhaufen. Okay, und jetzt geht das Feuer nicht aus. Gut, magisches Feuer. Doch, jetzt geht es aus. Die Scheiterhaufen sind wieder wie am Anfang. Ach, da gibt es noch mehr davon. Ah, gut. Ich dachte, es gibt nur eine Säule. Na, dann fangen wir hier mal an. Also Incendio, Incendio und Incendio. So, jetzt haben wir es aber geschafft, oder? Sieht zumindest mal danach aus. Wie wunderschön. Das können wir wohl als Erfolg bezeichnen. Das nehme ich wohl an. Allerdings habe ich jetzt noch mehr Fragen. Wie geht das nur? Zurück an die Notizen. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Laufen hier eigentlich alle Prüfungen so? Nicht unbedingt, aber ich glaube, jeder hat diese markanten Ranken und einen Wirbel auf dem Boden. Lösen Sie sie so, wie sie Ihnen vor die Füße fallen. Ich glaube, ich habe alles, um mit meiner Forschung fortzufahren. Wahrscheinlich ist für jede Malvenkraut erforderlich, dass Sie in Hogsmeade finden, wenn Sie noch mehr benötigen. Ich muss alles klar. Wirklich los. Es war mir ein Vergnügen. Und mir erst. Immerhin wissen wir durch die Begegnung, dass wir antike Magie nicht unbedingt auf Menschen anwirken sollten. Zumindest wenn sie danach noch leben sollen. Okay, was sagen unsere Aufträge? Erzähl Professor Fick von der Kartenkammer. So wie es aussieht, ist Professor Fick wieder da. Unser Hausgeist Sir Nicholas sucht dich. Du findest ihn in der Nähe der großen Halle. Anscheinend muss der gute Professor Fick noch etwas warten. Gehen wir erstmal zum Hausgeist. Hey, Nick! Na, was geht, altes Haus? Ich frage mich, ob Sie Sie wollten mich sehen, Sir? Ja, Sir Nicholas de Mimsey Porpington. Zu Ihren Diensten. Sehr erfreut, Sir Nicholas. Ich weiß von dem Buch, das Sie gefunden haben und den Seiten. Vielleicht kann ich helfen. Folgen Sie mir doch bitte. Es ist nicht weit. Ich glaube, ich weiß, wer die Seiten hat. Ich kann sie gerne zu ihm bringen, wenn sie mir auf dem Weg dorthin einen kleinen Gefallen tun würden. Klar. Was denn? Ja, es geht ganz schnell. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie in der Küche ein wenig fauligen Rinderbraten besorgen könnten. Was? Also, prinzipiell klar. Warum denn nicht? Wenn man genau richtig hindurchschwebt, kann man ihn fast schmecken. Und deswegen will er fauligen Rinderbraten? Wenn Sie nun den Rinderbraten holen könnten, werde ich alles andere zu gegebener Zeit erklären. Okay. Da sind wir. Bitte Was? Die Birne kitzeln und eintreten. Wow. Wer hätte gedacht, dass das funktioniert? Hallo, Hauselfen. Na, was geht? Sieht aus, als wären sie fleißig am Arbeiten. Wir brauchen, vergammelten, fauligen Rinderbraten. Oder fast fauligen Rinderbraten. Wo finden wir den nur? Ey, Rookie, kannst du mir helfen? Hallo. Kannst du mir vielleicht sagen, wo der Müll ist? Am anderen Ende der Küche. Wenn er noch nicht rausgebracht wurde. Immer der Nase nach. Dann finden sie ihn gleich. Alles klar, am anderen Ende der Küche, also irgendwo da hinten wahrscheinlich. Ah, da ist er, oder? Ja, fauliger Rinderbraten, her damit. Ey, Nick, ich hab deinen Rinderbraten. Ah, Sie sind zurück. Gab es Probleme? Überhaupt keine. Finky schickt schöne Grüße. Lief glatt. Und fauligen Rinderbraten. Das freut mich. Gütig, diese Finky.
Bringen Sie das Rindfleisch zu Sir Patrick Delaney Portmore. Dann sind Sie diesen Seiten einen Schritt näher. Sir Patrick organisiert die Jagd der Kopflosen. Eine Gruppe kopfloser Geister, die diverse, kopflose Aktivitäten unternehmen. Kopflose Aktivitäten? Ja, Sie werden schon sehen. Nun ja, ich weiß nicht wie, aber ein Mitglied dieser Jagd, Richard Jackdaw, war zu Lebzeiten im Besitz der Seiten. Mein Plan ist, Sir Patrick den verdorbenen Rinderbraten zu bringen, damit er mir, uns, erlaubt, an der Jagd teilzuhaben und mit Jackdaw zu sprechen. Sollen wir? Aber absolut, wer jagt denn nicht gerne kopflose Geister? Bleiben Sie hinter mir, wir wollen zu Sir Patrick. Hey Nestor, schau, wer da ist! Was haben wir gesagt, fast kopfloser Nick? Hallo Sir Absent, dürfen wir durch? Wir haben etwas mitgebracht für Sir Patrick. Was ich jetzt nicht alles für einen Krug Met oder eine Lammkeule geben würde, dann wäre diese Party komplett. Wie wär's mit etwas ähnlich Gutem? Ah, Sir Nicholas, mit Begleitung. Wer ließ Sie herein? Wir haben da ein Geschenk. Das ist alles sehr verdächtig. Warum Sie wirklich hier sind, kann ich mir denken. Wegen Richard Jackdaw. Wo ist er denn? Können wir ihn sprechen? Jackdaw, wie? Nun, der ist hier. Oh, zu dumm. Ganz ohne Kopf. Sie wollten bestimmt schon immer wissen, wie das ist. Was, Nick? Oh, Sir, Sie scherzen. Ah. Er muss hier irgendwo sein. Wird wohl gerade in einem Spiel verwendet. Wenn Sie ihn finden, haben Sie meine Erlaubnis, mit ihm zu sprechen, junger Mensch. Das kann ich Ihnen nach diesem herrlich fauligen Geschenk nicht verwehren. Dann suchen wir mal einen Kopf, der sehr wahrscheinlich als Ball verwendet wird. Wer versucht sich als nächstes an unserem kleinen Kürbisversteckspiel? Klar, ich, solange ich den richtigen Kopf finde. Hallo nochmal. Können Sie mir helfen? Sir Nicholas' junger Freund. Hat er Sie verlassen? Nicht doch. Ich muss mit Richard Jackdaw sprechen. Sir Patrick sagte, sein Kopf könnte hier irgendwo sein. Könnte sein. Es ist etwas unorthodox, Sterbliche einzubeziehen. Aber wenn Sie mit ihm sprechen wollen... Oh, warum nicht? Sie können mit Jackdaw reden, wenn Sie seinen Kopf unter diesen Kürbissen finden. Nicht nur einmal, sondern fünfmal. Der gute alte Dumfrey wird den Kopf jedes Mal versetzen, wenn sie ihn finden. Okay, wie machen wir das? Levioso? Gut gefunden! Sieht aus, als müssten wir noch ein Kürbis verstecken, was, Jackdaw? Gewiss doch, okay. Dumfrey. Okay, ich habe gerade keine Ahnung, was hier passiert ist, aber wir haben ihn das erste Mal gefunden. Es war gerade eben ein Kürbis, der irgendwie sich bewegt hat, nicht wahr? Sollte das eigentlich gar nicht sein? Sieht aus, als sind es immer die Kürbisse, die sich bewegen. Ah, da ist der auch schon der Nächste. Hallo, na? Ah, da ist direkt der Nächste. Hallo, na? Hier irgendwo muss ein Kürbis sein, der sich bewegt. Sie finden ihn bestimmt. Das sind Hasen. Und da hinten ist ein Kürbis, der sich bewegt. Nein, das war der Falsche, das ist der Richtige. Nicht übel für einen Sterblichen. Und jetzt sagen Sie Jackdaw, was Sie zu sagen haben. Sie haben es sich verdient. Danke sehr. Gut gemacht. Aber was geht hier vor sich? Du gehörst nicht zur Jagd der Kopflosen. Nein. Sir Nicholas meinte, du wüsstest, wo sich einige Seiten befinden, die ich suche. Bei Merlins Bart. Ich weiß, was du meinst. Ich habe sie von Peeves stibitzt. Wie konnte ich das vergessen? Der Geist die gefällt Karte mir. Auf den Seiten führte mich in den Tod. Ich war nicht bereit für das, was mich in der Höhle erwartete. Vielleicht sind die Seiten doch nicht so toll. Schimmeln wahrscheinlich mit meinen Überresten vor sich hin. Was für ein letztes das Abenteuer. Das ist eher weniger gut. Haben dich deinen Kopf gekostet? Und ich muss in eine Höhle und deine Leiche suchen? Ja. Man sollte meinen, ein enthaupteter Geist hätte sich an das Wort Leiche gewöhnt. Nun, ich hätte da eine Idee. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes und ich zeige dir, wo du hin musst? Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Können wir gerne machen. Wir sehen uns am Waldrand.
Alles klar, das tun wir. Ich würde aber behaupten, wir gehen zum Waldrand in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne mal ein Abo da. Dann könnt ihr nichts mehr auf diesem Kanal verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bedanke mich fürs Zusehen. Bleibt lässig und tschüss.